Seit vielen Jahren gehe ich im Sommer als Mitarbeiter auf ein Kinderzeltlager. 120 Kinder, 60 Mitarbeiter, mitten im Wald. Kein Strom, nur kaltes Wasser. Ich liebe das. Für mich ist das ein Höhepunkt des Jahres. Wir bauen da immer sehr viel, mit Fichtenstangen, Schwartenbrettern, Silofolie, Ballenschnur. Wir bauen hohe Türme, Unterstände, Bänke, Schaukeln, alles Mögliche. Ein ganzes Dorf entsteht da in kurzer Zeit. Das Beste daran ist, die Kinder bauen selbst und wir Mitarbeiter, wir assistieren. Die Mitarbeiter haben vorher immer eine Technikschulung, wo es um das sichere Bauen geht. Knotenkunde und Umgang mit Werkzeugen und so. Sicherheit hat einen hohen Stellenwert, darauf wird großen Wert gelegt. Und dennoch gibt es jedes Jahr, fast jedes Jahr, eine eindrückliche Erfahrung. Dann tauchen mit einem Mal dunkle Wolken auf. Ein Windstoß fegt durch unser Tal und die Zeltplanen fangen an zu flattern und dann fängt schwerer Regen an. Und dann fangen die Mitarbeiter an, springen auf. Sie laufen, um Zelte zuzumachen, um Abspannungen zu sichern, um Wassersäcke zu entfernen, um vielleicht sogar einen Graben, um ein Zelt zu graben. Mit einem Mal sehen wir, wir haben alle nur schön Wetterbauten gebaut. Das sah prima aus in den leichten sonnigen Zeiten, aber wir misstrauen unseren eigenen Bauten, wenn es anfängt, hart auf hart zu kommen. Und dann tun wir das, was wir von Anfang an hätten tun sollen, nämlich gescheit zu bauen für den Notfall. Könnte es sein, dass das nicht nur eine Erfahrung ist vom Camping oder von Zeltlagern, sondern dass wir das auch an anderen Stellen in unserem Leben haben? Ganz persönlich vielleicht, dass jemand einen Konkurs erlebt oder durch eine Scheidung hindurch muss? Oder auch politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, wie gerade in dieser Corona-Krise, wenn Arbeitsplätze unsicher werden, ganze Industrien auf der Kippe stehen, vielleicht der gesellschaftliche Friede auch. Mit einem Mal wird das, was so sicher geschienen hat, wird fragwürdig, schwach. Wir fangen an zu misstrauen. Und wir fragen uns, wie konnten wir nur so blind sein, dass wir es nicht gesehen haben? Jesus Christus redet mit uns über das Fundament unseres Lebens, was unser Leben tragen kann, was gerade in den schweren Zeiten unser Leben tragen kann. Und dafür erzählt er eine interessante kleine Geschichte. Er sagt, wer meine Worte hört, das, was ich zu sagen hat und das tut, der ist wie jemand, der sein Haus, sein Lebenshaus auf den Felsen baut, auf ein festes Fundament. Und wenn dann der Sturm kommt, der Regen, die Wassermassen, dann bleibt sein Haus da stehen. Wer aber meine Worte, was ich zu sagen habe, hört und es nicht tut, wer es in den Wind schlägt, der ist wie jemand, der sein Haus auf den Sand baut. Oh, man kann leicht auf den Sand bauen. Da ist schnell was hochgezogen. Aus jahrelanger Lagererfahrung kann ich das sagen. Das sieht super aus. Aber wehe, es kommt der Regen und der Wind. Jesus sagt, wer auf den Sand baut und dann der Sturm kommt, der Regen und der Wind, dem wird das Haus umfallen. Diese Zeit der Krise ist eine Zeit, wo wir ganz schön durchgerüttelt werden, wo unsere Bausubstanz geprüft wird. Und manch einer stößt darauf, dass er ja auf Hoffnung gebaut hat, auf Illusionen gesetzt hat. Und in dieser Phase, da bietet sich Jesus an, es mit ihm zu wagen. Der Augenblick, wenn es anfängt zu stürmen und zu regnen, das ist nicht auf dem Zeltlager, nicht der Augenblick, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlagen sollte und sagen, oh, wie konnte ich nur, wie dumm war denn das? Nein, das ist der Augenblick, um das gescheit zu machen, was man vorher falsch gemacht hat. Und so ist das die Fragen, die jetzt auf dem Tisch liegen, die Sorgen, die Menschen haben, ist ein guter Augenblick, um die Worte von Jesus zu hören, der sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der hat auf dem Fels gebaut. Mit diesem Impuls wünsche ich euch allen einen schönen, guten Tag, Gott befohlen und bleibt bewahrt.